Oh, komm schon! Hi, ich bin's, Dr. Elvis. Das hätte ich. Mich rufen viele Leute an, deswegen. Aber ich war schon verwundert, ob du's bist. Ich weiß, du bist ziemlich busy. Dieses Rätsel hängt von deinem Timing ab. Siehst du die Schalter dort drüben? Ich will jetzt gar nicht selber herausfinden, was ich machen will, was ich machen muss, aber deswegen erzählst du mir, finde ich gut so. Ob du die Schalter siehst? Du musst sie alle drei innerhalb von 3 Sekunden aktivieren. Ich werde versuchen, dir mit dem Rhythmus zu helfen. Oh. Ruft sie gleich an. Ja. Okay, jetzt drück den dritten Schalter. Hallo? Du Haufen Scheiße. Alter. Fucking Elvis! Lass mich jetzt in Ruhe! Hey! Sieht so aus, als ob du nur Zwischhalter drücken musstest. Kannst du eigentlich? Okay, super. So, was, wenn ich die Schalter jetzt drücken würde? Shit. Warte, ist egal. Verkackt. Nein, wir wissen, ob was passiert. Nothing! Wow! Dein Ernst? Wieso haben wir das jetzt schon das war's wert. Wie kommt es eigentlich, dass wir beide auch... Ach, egal. Auch auf Englisch, ne? Ja! Keine Ahnung. Shit, ich hab's nicht... Ich hab nie wieder beim Rätsel. Ja, wahrscheinlich. Hey! Ich bin's, Elvis! Na? Ich geh ins Badezimmer, also werde ich erstmal nicht erreichbar sein. Gott sei Dank! Alter, was hat sie vor? Ich bin mir sicher, du schaffst das Rätsel auch ohne mich. Ja, das ist halt echt nicht so schwer. Ich mag nicht, dass sie gerade so einen Schmatz in der Stimme hatte. Das macht diesen Charakter so viel schlimmer. Ey, das ist meine Stimme. Ich meine, sie ist jetzt auf dem Weg ins Badezimmer. Da muss sie ein bisschen schmatzen, sonst kommt sie nicht in Stimmung. Geh hoch. So, nee, warte. Ich muss jetzt... Was ist denn das Ziel? Ja, shit, jetzt muss ich nach unten. Ja. Was ist denn jetzt, wenn ich auf den Schalter trampel, dann drehen sich die Teile. Ach so. Das heißt, ich leuchte jetzt hier rüber? Nein. Ja, doch, jetzt hast du den Rhythmus verändert. Ach, fuck, ja, okay. Geh rüber. So, ach so. Bist du. So. Du kannst doch einfach runter und wieder drauf, ne? Ja, dann aktiviere ich, wenn ich hochgehe, dann aktiviere ich den Schalter ja nochmal. Gibt's irgendwo eine Plattform, wo kein Schalter in der Mitte ist? Ja. Ja, gibt's. Ja, dann gehst du da jetzt einmal rauf. Hier. Und jetzt zurück. Ach so, ja doch, und hoch. Stimmt. Nee. Nee. Doch, warte. Ah, die da oben ist ja auch ohne. Oh. Ja. Oh. Aber wenn du jetzt links gehst, ist er wieder oben. Geh mal nach... Es ist halt eigentlich... Eigentlich ist es nicht so schwer, oder? Nein. Ja, es ist ein bisschen zu kompliziert gemacht. Ich meine, die anderen Ecken da sind nicht umsonst da. Du schaffst das da schon. Lang, hoch, runter. Du schaffst das schon ohne mich. Ja, weil die ändern sich nicht. Mann. Was? Hoch, runter. Ja, jetzt geht's nochmal runter. Und wieder hoch. Nochmal hoch. Oh. Hä? Was? Hoch. Ja, ich hab schon verstanden. Gehst du nochmal hoch. Das war's. Okay. Einmal hoch, runter, hoch, fertig. Ich hab nicht gesehen, dass die 4 Dinger da sich gar nicht ändern. Oh mein Gott, wie kann er denken, Mio 2 wäre besser als 1? Das ist ihr Lieblingsspiel. Lol, ist ein Witz, oder? Oh Gott. Nothing out loud, 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 loud. Der Gedanke, dass die Maus eines Tages den Safe hacken könnte und den Käse erhält, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Immer weiter so, Mäuschen. Hier ist der Witz sogar, bevor man überhaupt gesehen hat, was das ist. Sieht wieder aus wie eine Mikrowelle. Da ist ein Stück Käse in dem computergesteuerten Laser-Safe. Laser haben die Ecke des Käses schmelzen lassen. Klebt am Teller fest. Oh nein! Ja, geil. Um Crazy ruinieren wir damit Newmews Charakterentwicklung! Okay. Oh Gott! Meine Mew Mew 2 Rezension.
Mew Mew Knuffig Süß 2 ist weder knuffig noch süß. Es ist Müll. 0 Sterne. Kann ich jetzt gehen? Mew Mew 2 hat mein Leben zerstört. Hey, du! Stopp! Oha. Wir haben also einen Hinweis über einen Menschen, der ein gestreiftes Shirt trägt. Man erzählt uns, er würde nun durch Hotland laufen. Es ist Hotland. Ich weiß, klingt schrecklich, oder? Absolut. Aber das sind zwei. Nun, bleib ganz ruhig. Wir bringen dich dorthin, wo es sicher ist, okay? Okay. Ich mag deine Hasenohren, darf ich dich streicheln? Ich mag die Schuhe, sie sind spitz. Was gibt's, Bruder? Bruder? Shirt, sie... Achso, der andere da. Das Shirt! Seh dir das Shirt an! Also... Also, was ist damit? Ach, das sind Hasen. Bruder? Denkst du dasselbe, was ich denke? Verdammt, das ist nun wirklich blöd. Wir, naja, müssen dich jetzt total umbringen und so. Oh, shit! Ach, jetzt habe ich das erst verstanden. Sie haben mich zuerst nicht haben uns zuerst nicht erkannt. Königsgarde greift an. Königsgarde 1. Sollen wir seine Rüstung? So ist Königsgarde 1 Rüstung anzufassen. Deine Hände rutschen ab. So, dass die glänzt. Hände weg von ihm. Oh nein! Oh Gott, Teamangriff. Bombenangriff! Das sind Bomben! Polizeigesicht auf. Okay, flüstern. Siehst du Königsgarde 1, dass du ehrlich mit seinen Gefühlen umgehen. Oh. So wie, was? Ich verstehe es nicht. Okay, wir müssen ehrlich mit seinen Gefühlen umgehen. Das ist wichtig. Riecht wie ein Zoo im Krieg. Was? Was ist das für eine Beschreibung? So wie was? Okay, das ist nochmal das gleiche. Riecht wie ein Zoo im Krieg. Was stimmt in der Beschreibung nicht? Fick dich, Johnny. So im Krieg. Johnny hat immer was zu kritisieren. Schwarzpulver und. Deine Hände rutschen ab. Löwenkacke. Ja, das klappt immer noch nicht. Was mit Löwenkacke? Wie riecht Löwenkacke? Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht gut. Na, Zebrafleisch? Was ist denn los mit dir? Flüstern wir ihm was zu. Nach verarbeitetem Zebrafleisch. Du hältst Königsgarde. Was, du erzählst Königsgarde 2 dein geheimstes Geheimnis? Ich sag's also nicht weiter. Gib uns die Seele, Bruder. Er sagt's nicht weiter, er ist ein Guter. Im Vergleich zu manch anderen, Johnny! Ja! Die derartige Geheimnisse einfach weitererzählen. Das hab ich gemacht. Das weißt du selbst am besten. Genau. Nee, mir kannst du alles anvertrauen. Also verrecke und was auch immer. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich noch an das Foto von der letzten Weihnachtsfeier. Du hast es in der Schachtel aufbewahrt. Vielleicht sollten wir es der Königsgarde 2 sagen, nachdem wir seine Rüstung sauber gemacht haben. Der grüne Schmutz wird abgewaschen. Also verrecke und so. Oh, wir müssen die Rüstung polieren. Ja. Ah, fast, glaube ich. Beobachte deine Bewegungen. Okay, Rüstung säubern. Zum Glück weiß Moggy nicht, dass wenn man an der Schnur zieht, sich ein geheimes Geheimfach öffnet, worin das peinliche Foto von der letzten Weihnachtsfeier drin ist. Er hält sich aus, Johnny. Rüstung zu heiß. Er ist ein Fischbruder. Oh nein. Ach, der ist so wie an dein. Der andere ist ganz nervös deswegen. So, es würde ihn etwas beschäftigen. Was beschäftigt ihn? Ich glaube, die haben nicht dieselbe Mutter. Du erzählst Königsgarde 1, dass du echt mit seinen Gefühlen umgehen wirst. Ich. Du, ja, was? Du kannst es. Oh, seine Angriffe gehen weg. Das ist so heiß hier. Kumpel. Ich kann nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Nicht so. Also, zwei. Ich mag Hasen auch. Ich mag dich wirklich sehr, Bruder. Die Art, wie du kämpfst. Die Art, wie du redest. Ich liebe es, mit dir Teamangriffe zu machen. Ich liebe es, hier mit dir zu stehen und unsere Schwerter zu synchron zu schwingen. Zwei, ich will immer beide sein. Oh.
Oh Gott, glaubt ihr, er sagt ja? Ich weiß es nicht. Kaufen wir es. Ich meine, Kann nur zwei überhaupt reden. Oh, es ist so schön. Sorry, erwischt, Bruder. Oh, wäre es nicht total lustig, wenn wir uns einfach küssen werden. Wäre es nicht voll lustig. 0, 1. Ja, Bruder? Möchtest du vielleicht ein Eis essen gehen? Oh. Nach all dem. Natürlich, Kumpel. Warte, ich will hier noch Raucheneis essen. 1 und 2 sehen einander sehr glücklich an. Na gut, lassen dann würde ich sagen. Beiden gehen. Wir verschonen die beiden. Ja. Okay. Das war lieblich. Das war eine Sache, die passiert ist. Oh, so schön. Ups, ich warte, wie sich der Mensch anstellt. Und das ist unser persönlicher, das ist unsere persönliche Garde Nummer 2. Ich hasse sie. Ach, komm schon. Ja. Top 10 Sendung, die euch eure blöde Arbeit vergessen lassen. Oh, sie will Buzzfeed werden. Da kommt ja nicht mal was. Ja. Ah, sie hat vielleicht einfach nur einen Artikel geteilt. Ach so. Oh. Interessiert mich auf jeden Fall blendend. Okay, ich bin zurück. Hey. Habe einige Dinge auf der Toilette geteilt. Ein weiterer finsterer Raum, was? Ja. Keine Sorge. Überlass das nur mir. Ich bekomme das schon hin. Oh shit. Oh Gott. Ernsthaft jetzt? Oh yeah! Guten Abend, Schätze und Schnucki. Da unten werden übrigens irgendwelche Dinge angezeigt. Ich glaube, es war Arschspiel, deswegen wir es nicht als durchlässt oder so. Schule wurden wegen reaktivierten Rätseln abgesagt. Cool. Nicht die Rätsel. Hier ist Metaton, der live für euch mit dem MTT News Studio berichtet. Aus dem MTT, ja. Eine interessante Situation ergab sich in Ost-Hotland. Im Osten ergibt sich irgendwas Interessantes. Glücklicherweise ist unser Reporter für euch live vor Ort. Ich bin der Reporter. Geschätzter Reporter, finde bitte etwas berichten. Ich bin der Reporter. Unsere 10 wundervollen Zuschauer warten auf dich. 10? Ich hab ja mehr, wenn ich streame. Was berichtenswert? Da. Oh! Es ist ein komplett unbeschriftetes Glas Wasser. Finden das die Zuschauer gut? Aber aus allem kann man eine gute Reportage machen mit genug Elan. Ja! Yeah. Als würde man immer erwarten, dass es beschriftet ist. Darüber berichten? Nein. Okay. Ich finde was besser. Es ist ein Metaton-Buch. Es ist rund! Schau dir an. Oh la la! Das Videospiel, das du da gefunden hast, ist Dynamit. Eine Bombe. Es kommt aus einer Bombenfabrik. Das, was du da hast, das sind Bomben. Obwohl ich nicht darin auftauchen wollte, bevor es zu drei Viertel abgeschlossen ist. Ah, oh, so wie in Undertale. Aber ich mag das. Aus dem Himmel aufzutauchen wie Manna, um den Hunger der Menge nach Robotern zu stillen. Ja, das ist Metaton. Darüber berichten. Oh. Gehen. Das ist ein Metaton-Buch gewesen, oder? Oh nein, dieses Filmskript. Wie ist es hierher gekommen? er macht den Pilztanz auf dem Cover. Seht ihr das? Ja. Es ist ein super toller Vorgeschmack auf einen garantiert bombigen Film. Metaton, der Film. 28 mit Metaton. Genau wie bei anderen Filmen wird der Film aus einer vierstündigen Aufnahme meines Körpers unter einer Rosenblütendusche bestehen. Heiß. Oh, aber das ist doch nicht bestätigt. Glaubt ihr, jemand hat davon eine Fananimation gemacht und die für 4 Stunden geloopt? Wir haben hier einiges geleakt schon. Du würdest meinen Film nicht für eine gute Story spoilern, oder etwa doch? Darüber berichten? Puh, das war knapp. Du hättest mir beinahe den Raum für kostenlose Werbung gegeben. Beinahe. Aber nur fast. Ich will den Hund. Alter. Was für eine sensationelle Möglichkeit für eine Reportage. Es ist sensationell! Ich sehe schon die Überschrift. Hund! Hund! Ein Hund. Ein Hund existiert irgendwo. Hund. Ja, genau.
Hund. Offen gesagt, ich bin überwältigt. Ich auch. Darüber berichten. Der Hund, der kackt. Aufgepasst, kackt, Zuschauer, unsere Reporter hat einen Hund gefunden. Er hat eine Wurst gemacht. Halt den Mund schon. Unser Reporter hat einen Hund gefunden, Leute. Wusstet ihr, dass Hundekacke mit der Zeit und in der Sonne weiß wird? Ja. Stichwort Publikum. Aus. Aus. Aus, das ist so. Aus, ja. Ja. Das stimmt, Leute. Es ist die schönste Geschichte des Jahres. Ein Hund! Schaut euch seine kleinen Ohren an, seine kleinen Pfoten, seinen fluffigen Schwanz. Oh, ich will den Hund haben. Moment mal. Das ist kein Schwanz. Das ist eine Pumpe. Das ist eine Zündschnur. Dieser Hund kommt aus seiner Pumpenfabrik. Also ist diesmal stimmt's wirklich. Eine Pumpe. Das sind Bomben. Das ist kein normaler Hund. Der kommt aus der Bombenfabrik. Das ist eine aber Bombe. Aber keine Sorge, du hast doch nicht den Rest in diesem Raum gesehen. Noch nicht. Oh shit. Oh. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen muss. Scheint, als wäre alles hier eine Bombe. Oh nein! Das Geschenk ist eine Bombe. Geschenk Basketball haben wir vorhin gar nicht gesehen. Der Basketball ist eine Bombe. Nein! Und, oh meine Bomben! Worte sind auch Bomben. Geschätzter Reporter, wenn du nicht alle Bomben entschärfen kannst, wird dich diese große Bombe in 2 Minuten in Fetzen reißen. Ach Gott. Dann berichtest du nicht länger live. Dann senden wir nur noch Aufzeichnungen. Nein, dann ist er tot, weil Death und egal. Wie fürchterlich, wie verstörend. Unsere neuen Zuschauer werden sich das mit Vergnügen anschauen. Einer hat abgeschaltet. Viel Glück, Schnucki. Nein, Hund! Oh nein, der Hund. Er legt sich schlafen. Aber das ist eine Bombe. Er fängt an zu träumen und zu zappeln. Und gleich wacht er auf und rennt in den Abgrund. Ja. Ich hab dir ein Bombenentschärfungsprogramm auf dein Handy geladen. Das keine Sorge. Benutze die Entschärfenfunktion, wenn die Bombe in der Entschärfenzone ist. Jetzt, frisch ans Werk. Das ist halt echt nicht leicht. Scheiße. Fuck. Oh Gott. Das ist eine komische Grafik. Das war die Angriff. Das ist, wenn man angreift. Ja. Ich kann dir sagen, Johnny hat den Angriff im Spiel noch nie gesehen. Ach ja, ist die Bombe links unten, okay. Oh fuck, unten ist Text. Oh nein! Oh, ich hasse es hier. 97 Sekunden. Bin kein Fan. Okay. Den Angriff einfach nicht. Fuck. Perfekt. Okay, ich weiß gar nicht, was ich hier wirklich mache aktuell. Du musst, glaube ich, alle entschärfen, sonst ist es. Ja, ich weiß dann bei dem Entschärfungsprozess. Alter, dieses Glas ist das Schlimmste. Ich sehe das schon. Tick. Ja, du. Nein. Ja, das war... Was zum Fick? Wie funktioniert das? Ja, du musst ihn halt treffen, während er da drin ist. Ah, jetzt, okay. So, ja, genau. Okay. Glas! Ja. Ah, fucking Glas. Nimm das Geschenk. Ich mag Geschenke. Ja, es war sowieso verkackt. Ja. Ich habe nur noch 30 Sekunden Zeit. Ja, ich schaff's nicht. Ich hab das damals auch voll verkackt und bin gestorben, glaube ich. Oh, ich schaff das nicht. Top. Ich schaff's halt überhaupt nicht. Jetzt! Hä? Warum bist du stehen geblieben? Weil ich zu viel versetzt, damit man nicht zu viel Zeit da verkackt, wahrscheinlich. Achso, ja. Ja, ist der Basketball auch noch. Der Basketball! Ich schärfe den Basketball, das ist, okay. Ist stehen geblieben einfach. Wahrscheinlich, weil ich noch so viel Zeit habe, immer noch. Glas! Sehr gut. Gehen die bitte. Ich verwende EM-Felder, um das Glaswasser zu fangen. Oh mein Gott! Nicht verkacken! Du schaffst das! Fuck! Nein! Du hast nur noch viel Zeit! Oh nein, ich kann das doch nicht! Extrem agiles Wasser! Ich kann das nicht! Noch ich weiß nicht richtig, wie ich das machen soll! Ups. Ich kann's halt wirklich nicht. Ja, wir haben's verkackt. Zu dumm, Schnucki! Der
Es ist so schwer! Ich hab überhaupt keine Ahnung, was ich für ein Timing da an den Tag legen soll. Wahrscheinlich sollte man dann eine andere Waffe auch ausrüsten. Du hast es nicht geschafft, die Bombe innerhalb von 3 Minuten zu entschärfen. Es waren 2! Jetzt wird dich die große Bombe in Fetzen reißen. Nein, ich sehe es überhaupt nicht ein. Bereit? Hier kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Ah, tschüss, Schnucki. Du offen Scheiße! Ich bring ihn um! Fuck. Was macht ihr heute noch? Ich gehe einen Haufen Metadon umbringen. Ah. Sieht so aus, als würde die Bombe nicht hochgehen. Oh, also musst du nur genug wahrscheinlich entschärfen. Ich wundere mich, wer da anruft! Das ist, weil... Das ist kein Satz. Willst du etwa sagen, dass du den Kuchen gar nicht gegessen hast? Kann man keine aus... Wenn du geredet hast, habe ich... Ich habe die... Oh nein! Du hast die Bombe gehackt und entschärft? Ja, genau das. Verflucht! Scheint, als wären meine Pläne ein weiteres Mal veraltet worden! Warum ein weiteres Mal? Also verflucht seist du, Mensch! Verflucht seist du, Dr. Alphys, weil du ihm geholfen hast! Aber ich verfluche nicht meine 8 wundervollen Zuschauer fürs Einschalten! Hi! Ja, mach weiter so, mein Guter! Das ist immer schön! Gute Show! Bis zum nächsten Mal, Schnucki! Oh, wow! Das war vielleicht knapp, oder? Ziemlich knapp. Ein bisschen knapper, als es mir lieb war. Ich hätte dir bessere Anweisungen geben sollen. Und es war nicht genug Zeit. Nun, das ist Metatons Schuld, nicht meine. Ich darf jetzt nicht an mir zweifeln. Ich fühle mich endlich dazu in der Lage, dich souverän zu führen. Besser nicht. Ich beschätze dich vor diesem fiesen alten Roboter, egal was kommt. Wenn ich wüsste, würde ich sogar... Wenn ich müsste... Schon gut. Willst du dich bitte für mich opfern? Wir haben die Hälfte des Weges zum Core bereits geschafft. Los, weiter. Klick. Fuck. Klick.